So, liebe Freunde der gepflegten Wathan-Unterhaltung, ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und nein, ihr seht nicht falsch, wir sind tatsächlich im Schiffehangar bzw. im Hafen. Und ihr seht hier das Schiff, das wir uns im letzten Event Winter Extreme erspielen konnten, die USS Mississippi. Und ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, dieses Schiff gefällt mir so außerordentlich gut vom Design her, dass ich es mir tatsächlich geholt habe. Ich gebe es auch zu, ich habe die Golden Eagles dafür reingesteckt, weil Schiffe fahren ist bei mir halt so, ne? Aber irgendwann soll man ja damit anfangen und eventuell ist die Mississippi da, so dass ich die ein oder andere Runde dann doch mal fahre. Es gibt natürlich noch so ein paar andere schöne Schiffchen, gerade bei den Amerikanern, ne? Moffett und so oder die Frank Knox, für die, die nur lieber auf 4-7 statt auf 5-0 fahren wollen. Aber USS Mississippi fand ich doch vom Design her schön. Ist zwar kein Premium-Schiff, aber ist halt ein fetter Pott. Damit ich aber nun nicht vollkommen in meinem Wissen um die Schiffe abkacke, habe ich mir ja nun die entsprechende Hilfe geholt. Und zwar von dem Menschen, der von uns deutschsprachigen Content-Creatern, also eigentlich deutschsprachigen Content-Creatern, den meisten Schiffs-Content macht, auch wenn der auf Englisch ist. Das war jetzt irgendwie ein bisschen kompliziert, aber ihr wisst wahrscheinlich schon, wen ich meine. Deswegen habe ich mir nämlich natürlich den guten Napalm-Ratte rangeholt. Servus, So. hoffe euch geht's allen gut. Mit Sicherheit. Und Napalm hat schon gesagt, als ich ihn im Vorfeld gefragt habe, so hier USS Mississippi, kam schon, die Mississippi ist halt keine Scharnhorst. Ja, gut, damit wäre das Ganze beendet. Ich danke dir für deine Zeit und dann können wir jetzt was anderes machen. Nein, natürlich nicht. Aui. Natürlich nicht. Wir versuchen hier natürlich gleich noch in ein Match reinzugehen. Vorher wollen wir noch ein bisschen über die Mississippi reden. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, auf dem Marktplatz gibt es sie ja noch nicht. Meine ich zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen erstmal so die Einschätzung, was meinst du, wie viel wird mit deinem Wissen, das du ja um die ganzen Schiffe hast und auch um die anderen Eventschiffe, die wir uns schon erspielen konnten, was meinst du, wird die Mississippi auf dem Marktplatz bringen? Das ist jetzt unterschiedlich, weil der Marketplace nicht wirklich das repräsentiert, was ein Schiff oder Panzer oder Flieger wert ist. Das sowieso Man schaut, nie. ja, Klar. ich denke mal, wenn man es sich jetzt anschaut, im Wert gegenüber dem Premium-Schiff der Arkansas, also USS Arkansas, das Ding kostet ja im Pack, ich glaube, 70 Öcken. Völlig überteuert. Also, wenn das Ding 50 kosten würde, die Arkansas, keine Ahnung, wie man das im Deutschen ausspricht. Arkansas ist schon richtig gewesen, ja. Ja, ich weiß, aber das ist ja wieder Englisch, ne? Ja, ist auch wieder wahr. Dann wäre es immer noch teuer. Auch wenn die Arkansas gar nichts Schlechtes. Ich würde sogar sagen, dass die Arkansas, wenn du auf RP und Silverline stehst, immer noch besser ist wie die Mississippi, auch wenn die Arkansas abgetiert ist. Nicht nur, weil sie in Premium ist, sondern weil sie halt 30 Sekunden Reload hat. Dazu komme ich gleich. Ich würde sagen, wenn man die Geduld hat und wenn man so die Stärken ausspielen kann von der Mississippi oder wenn man die Arizona vom Playstyle ganz gern mag, dann würde ich schon jetzt mal sagen, wenn man die sich für 20 schießt und dann beim Discount einen Talisman draufklatscht, wenn man schon bei Rang 4 auf dem Sprung nach Rang 5 ist, dann ist es gar nicht schlecht, weil dann kann man ja auch in Zukunft Rang 7, der ja irgendwann in der fernen Zukunft auch kommt, auch gleich mitgrinden kann. Und letztendlich sind Kills gar nicht mal so wichtig für die RP, sondern eigentlich die Battle Time. Und wenn man es mit der Mississippi richtig spielt, dann kann man da auch RP machen. Genau. Ich könnte jetzt da richtig schwadronieren, was das Schiff eigentlich toll macht, warum ich es eigentlich überhaupt nicht ausstehen kann. Na, dann machen wir Und das doch mal. Dann nenn mir doch mal einen Punkt, was die Mississippi gut macht und einen Punkt, wo du sagst. oh, aha, ein Punkt. Also das ganze Theoretische an der Mississippi ist eigentlich grandios, ja. Und wo eigentlich die Reise in Naval Forces hingeht, ist es ein Schiff, das wahrscheinlich in der Long Run besser dastehen wird wie die Scharnhorst, weil ich ja das vorhin erwähnt habe. Aber in der Praxis, wenn ich richtig dem Gegner ein Problem darbieten will, wenn ich Spaß haben will, wenn ich Performance brauche, wenn ich Kreuzer klatschen will,
Dann ist 17,2 Sekunden Reload bei Ja. der Scharnhorst mit dieser scharfen Turmdrehgeschwindigkeit, mit der Panzerung, mit den Torpedos, mit dem Turtleback, mit allem drum und dran. Einfach geil. Ja. Und die Mississippi ist theoretisch toll, aber War Thunder bietet eben nicht, sagen wir mal, das Environment, ja, also den Meta, um das Schiff gut dastehen zu lassen. In der Okay. Theorie, wenn du mir jetzt schnell die 2, 3 Minuten gibst, ist das Schiff phänomenal. Und in einem 1 gegen 1 wird das Schiff auch gewinnen gegen der Scharnhorst. Wenn du die Scharnhorst schneller zerdepperst, bevor die dir mit Torpedos auf den Pelz rückt. Ja. Die Mississippi hat eine der besten AAs überhaupt. Also so viele 40 mm, dann hast du auch noch 16 von diesen 127 mm, 5-Inch-25. Das sind nicht die 5-Inch-38, die auch SEP haben, sondern das sind mehr oder weniger nur HE-Spammer. Und du hast auch noch einen Haufen 20 mm. Du hast sogar eine Radarunterstützung. Also wenn du mit der schweren Flak auf die Flieger schießen willst, wenn du tatsächlich überhaupt eine Warnung haben willst, dass ein Flieger in der Luft ist, ist das Ding toll. Ich meine, klar, sowas wie die Alaska ist einfach auch nochmal besser in der Hinsicht, aber jetzt nicht entscheidend. Also du hast eigentlich wirklich alles. Dann kommen wir zu der Panzerung und die ist so take it or break it. Ja, das ist dieser Alles- oder Nichts-Ansatz und da könnte ich jetzt stundenlang schwadronieren, warum die Deutschen das anders gemacht haben und so weiter und so fort. Erster Weltkrieg, Vertrag von Versailles, Forschung, Doktrin, Atlantik gegen Pazifik, und auch die Menge der Schiffe, die man zur Verfügung hat, und dann auch das Einsatzgebiet der Nordsee, bla bla bla. Aber die Mississippi hat einen dicken Panzerungsgürtel, ein richtig gutes Deck, auch gute Schottpanzerung vorne und hinten, also was zum Beispiel eine geheime Schwäche der Scharnhorst ist. Ja. Du hast auch wirklich dicke Barbetten, die Turmpanzerung ist wirklich dick. Also das Ding ist ein echtes Schlachtschiff, designt, um andere Schlachtschiffe rauszunehmen. Und dann kommen wir zu den Granaten. Die HE, naja, ist okay. Du hast halt keine SAP, was ein Nachteil ist, aber die AP ist, wenn es um die rohe Durchschlagsleistung geht, Ja, hier sind 670 Millimeter ungefähr auf 2,5 Kilometer. Das ist bei 0 Grad, das ist schon ordentlich. ja, und sie trägt diese Durchschlagsleistung auch wirklich auf Distanz. Das heißt, es gibt sowas, so Schiffe wie die Kronstadt, die haben ja auch wahnsinnig viel Durchschlagsleistung. Aber die fallen richtig ab mit der Durchschlagsleistung. Und das ist ein Wert, der phänomenal ist. Also da kann man jetzt gar nichts sagen. Und ich schicke dir jetzt mal so ein paar Graphen, die ich gemacht habe, dass du auch siehst, also das habe ich nur für dich gemacht. Ach, das ist ja. Das werde ich dann auch hier einblenden. Und da siehst du, das ist richtig professionell. Also die Mississippi ist hier oben diese blaue Linie, die ja wirklich über allen drüber steht. Und auch der Vergleich zur USS Arizona, ja, ein Schiff, das ist eine andere Klasse, relativ ähnlich, hat auch 40 Sekunden Nachladezeit, was halt echt der Killer für das ganze Konzept ist. Ja, Ja, die das ist Mississippi immer hat noch die. 42 gerade bei mir, ja. Ja, ich vergleiche mit der Ace Crew, also Alles mit gut, ja. der Ace Crew. Genau. Und da sieht man halt zum Beispiel, wie dann die Kronstadt deutlich abfällt auf 15 Kilometer, was jetzt nicht so spielrelevant ist. Aber man ist halt auch so viel besser wie jetzt zum Beispiel die HMS Hood. Ja? Und du hast halt diese schweren Granaten. Ja? Die haben ein hohes Granatengewicht, noch nicht so hoch wie die Hood, aber du hast halt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Mündungsgeschwindigkeit und erkaufst dir das, indem du einfach weniger TNT-Äquivalent in deiner Granate hast. Ja. Das limitiert ein bisschen den Schaden. Es sind wirklich nur 2/3 von der USS Arizona und es ist fast nur die Hälfte von der Kronstadt mit ihren 305 mm gegenüber deinen 300, was war's? Ach, ich und Zahlen, ne? 356 mm, ja. Also, das spiegelt noch nicht so das Beste, was es gibt, wider. Aber es ist halt toll. Jetzt ist aber das Problem, dass das alles nicht so zusammenspielt, wie es zusammenspielen soll.
Der größte Killer bei dem Schiff sind diese 40 Sekunden Reload. Wenn jemand das spielen kann und sagt, ich pack das, das ist genau so mein Spielstil, hinten hocken und snipen, ich kann das richtig gut, dann ist das wahrscheinlich das beste Schiff dafür. Ja, ohne Frage. Man hat selbst die Panzerung in der Auslegung. Man hat 12 Granaten auf einmal. Und dann kann man diese Reload sich auch ein bisschen, ne, ersparen. Man hat seine eigene Fliegerabwehr mit Patrouillenbooten, braucht man sich dann auch gar nicht erst rumärgern, weil die meistens gar nicht so rankommen. Und dann kann man so diesen langweiligen, also meines Erachtens eher langweiligen, aber immer noch etwas effizienten Spielstil spielen. Was wichtig ist, und das ist der letzte Punkt hier, der wirklich dann auch noch dieses Schiff kaputt macht. Wenn man sich das Schiff dann von oben ansieht, in der Panzerungsansicht, dann merkt man auf einmal, dass es vorne richtig schön zugeht. Das heißt, das ist dann eher wie so eine Panzer-4-Hülle als so eine wirklich eckige Tigerhülle. Und das ist das Problem, weil um die Panzerung noch effektiver zu machen, winkelt man. Und das macht in Naval Forces auch Sinn. Aber man kriegt nie den Winkel hin und man kann ihn auch nie halten. Das ist eine War Thunder eigene Problemsache, die schon seit Jahren besteht und 20 Mal reported wurde, dass sich das Schiff dann beim Stillstand immer noch dreht. Ja? Und man kann nie wirklich den optimalen Winkel erreichen und selbst wenn man nahe rankommt, nie halten, indem man alle Kanonen aufs Ziel halten kann und gegen dieses Ziel dann auch wirklich perfekt gewinkelt ist. Weil vorne biegt sich so rein die Panzerung, dass man nicht genug gewinkelt ist, dass man die Panzerung effektiv so hinbekommt. Das ist ein Riesenproblem. So, jetzt habe ich genug gelabert. Aber ihr merkt schon, Naval Forces für diejenigen von euch, die vielleicht noch gar nicht so richtig den Berührungspunkt damit hatten, merkt ihr schon, Naval Forces ist so wirklich so der wirklich, wirklich komplett eigener Bereich. Gut, klar, ist sowieso klar, weil es ist nicht auf dem Land und auch nicht in der Luft. Aber man merkt hier auch schon, durch das, was Napalm Ratte jetzt auch alles so gesagt hat, dass man hier an der Stelle wirklich sich auch ein bisschen wieder damit beschäftigen muss. Das ist auf der einen Seite so eine War Thunder-typische Geschichte. Der Einstieg wird einem nicht leicht gemacht. Und wenn ihr euch auch mal die ganzen Videos, die Napalm auf seinem Kanal gemacht hat, gut, die sind zwar englischsprachig, aber ist egal, euch das mal alles anschaut, dann merkt man schon, was da eigentlich auch für, ja, Details drinstecken und ich nenne es mal vorsichtig, Interpretationen seitens Gaijin. Und wenn man halt sich damit nicht auseinandersetzt, das ist genauso wie bei den Flugzeugen und bei den Panzern, dann ist man eigentlich schon fast verloren. Ich bin mal gespannt, wie weit wir hier jetzt kommen. Wir gehen jetzt mal einfach in eine Runde rein, mal sehen, wie die ausgeht. Es geht ja auch jetzt nicht darum, euch jetzt hier das Über-Gameplay zu zeigen, sondern euch auch einfach mal zu zeigen, wie funktioniert das mit der Mississippi überhaupt generell, beziehungsweise mit Schlachtschiffen. Also ich bin es auch schon mal auf dem Testgelände gefahren. Das ist ein Pod, der ist ganz schön langsam. Die Turmdrehrate ist auch eigentlich auf gut Deutsch gesagt für ein Popo. Aber trotzdem, da wo die Granaten einschlagen, da wächst meistens kein Gras mehr. Und wenn ihr die Flugabwehr seht und auch die Secondaries, die hier schießen, dann ist da auch ganz schön ordentlich Dampf auf dem Kessel. Das muss man tatsächlich schon so sagen, wie es ist. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal einfach in eine Runde rein und schauen mal, was da draus wird. Und dann sehen wir uns gleich auf jeden Fall auf dem Wasser. So, nach gefühlt 683 Stunden haben wir ein Match gefunden. Und Napalm hat gerade schon gesagt, er kann diese Map nicht ausstehen. Zwei Fragen vorab. Wie viel Munition nehmen wir von was mit? Und wo spawnen wir? Also bei der Mississippi von den 127ern nehme ich rein die Variable Time Fuse, also die HEVT. Und ich nehme halt bei den großen Geschützen 3/4 AP und 1/4 HE. Wahrscheinlich brauchen wir die HE gar nicht. Und dann legen wir los. Ich würde spawnen in Heavy Fleet 1. Heavy Fleet 1. Okay, Das ist der in der warte. Mitte. Heavy Fleet 1, sagst du, ist der in der Mitte? Dann gehen wir da mal hin.
Hä, bin ich jetzt doof? Jetzt kann ich ihn nicht mal mehr. Ach, jetzt kann ich ihn auswählen. Ich dachte gerade, hä? So, und wir sind gespannt. So, da drüben ist der Napalm. Und ich sehe hier schon wieder die Granaten fliegen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh, doch, da hinten. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Also bei diesem Spielmodus ist es jetzt ganz wichtig, dass man vor allem mit so einem Dickschiff oder Mississippi so schnell wie möglich in den Cap reinkommen. Ja. Weil das Team, das am meisten Leute drin hat, ja. Wenn das halt einfach mehr Einheiten Spieler im Cap drin hat, dann drücken die Tickets halt runter. Mhm, okay. Vom Gegner. Und das kann auf lange Sicht schon mal das Match entscheiden. Okay. So, da hinten ist der Gegner noch weiterhin. Mal gucken. Deswegen können wir jetzt erstmal nur nutzen. Und wenn wir eh schon so eine jämmerliche Nachladezeit haben, ist das natürlich extra viel Spaß. So. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie und wo meine Granaten fliegen und ich weiß auch nicht, warum meine Nachladezeit nicht angezeigt wird, aber es wird schon irgendwie hinhauen. So. You sure about that? I don't know. Ah, jetzt. Jetzt wird auch meine Nachladezeit angezeigt. Oh, da ist aber noch geradezu was. Ach, ich bin mal gespannt. Es ist halt so schön, wirklich gar nichts zu treffen. Ja, wir haben mal schön dahinter geschossen. Das waren gerade unsere Granaten. Ich werde hier auch gerade von rechts beschossen, sehe ich gerade. Während die Krasnikrim hier schön in mich rein donkt. Oder wir wechseln mal das Ziel. Das ist ein Bot, der ist so programmiert, der kann das. Ja, ich brenne auch und alles und überhaupt. Merkst du, wie viel Spaß das macht? Das macht richtig viel Spaß. Mein Ruder ist auch hinüber. Ich bin, also, das ist ja hier. Ich habe auch jetzt, es ist genau das, glaube ich, eingetreten, was du. Oh, wir haben einen Treffer gelandet. Was du vorhin gesagt hast, wir haben jetzt gerade 60 Sekunden Reload oder über 60 Sekunden. Ja. Mhm. Wenn du noch über 40 Sekunden bist und zwischen den Granaten wechselst, dann verkürzt du die Nachladezeit. Ah, okay, spannend. Wenn die Reparatur aus ist. Also, diese Mechaniken, sie sind halt einfach. Felsenfest. Ich merke das schon, dass das richtig Sinn macht. So, ich kann hier immer noch nicht schießen. Spannung. Okay, das war zwar jetzt die Secondary, mit der ich geschossen habe, aber. Also, ich habe jetzt beim Gegner gerade sehr viele Treffer gelandet. Ja. Mhm. Habe ihn vielleicht so 30% rausgenommen und das gegen einen schweren Kreuzer. Das heißt, ich brauche hier gar nicht diese enorme Durchschlagsleistung. Eine Scharnhorst hätte ja noch mehr Salben draußen, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ne? Ja. Und das ist halt, warum die Scharnhorst oder andere Schlachtschiffe. Warum stehe ich eigentlich? Hm, naja. Die halt genauso wie die Kronstadt und die Alaska. Die Alaska ist so toll. Die sind da halt einfach flexibler, besser. Oh, ich habe einen Treffer gelandet. Aber es hat nicht wirklich Schaden gemacht. Wir haben den fast. Ja, ich ziele hier links rüber, auf den ich weiß nicht, was das ist. Natürlich, ich werde schon wieder beschossen. Schön. Ich habe einen Bot weggemacht. Feier mich. Respect my authority.
So. So, müssen hier kurz ein bisschen korrigieren. Ich bin ja nahezu begeistert, ich stehe ja sogar in A drin. Oh, Sekundärgeschütz beschädigt. Lul, ja gut, okay, wow. Das hier, das sind im Jamba Sondersparangebot gekommen. deswegen hast du ja 16 Stück davon. Vielleicht soll ich mal kurz was zur Reparaturmechanik sagen? Ja, bitte. Okay. Also wenn du zum Beispiel beschossen bist von dem Kreuzer, ja, der dir richtig viele HE-Granaten aufs Deck jagt, ja, dann leidet halt deine Flugabwehr drunter. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht unbedingt reparieren musst, dann würde ich auch nicht reparieren, weil dann reparierst du dich zu Tode. Okay. Weil dann die werden zwar repariert, aber dann fehlt ihnen die Crew. Die Crew kommt halt dann aus dem geschützten Bereich. Der zerdeppert die wieder mit HE und du verlierst halt ständig Crew. Okay. Deswegen, wenn du halt in so einem Schiff bist und wirst gerade beschossen, dann würde ich den Gegner priorisieren, der auf dich halt schießt. Mhm. Ja? Mhm. Und nachdem er tot ist und nachdem alle Granaten, die in der Luft waren, bei dir angekommen sind und du wirklich die Reparatur brauchst, dann würde ich reparieren. Davor nicht. Okay. Also weil, wenn zum Beispiel nichts Wesentliches von deinem Schiff beschädigt ist, so wie bei dir jetzt, und kein Flieger in der Luft ist, ja, warum reparieren? Ja. Das macht Sinn, ja. Und auch mit den Schadensreparaturen, also wenn man zum Beispiel gleichzeitig das Wasser rausholt aus dem Schiff oder Leckagen stoppt, ja, und gleichzeitig ein Feuer löscht, dann werden die beiden Zeiten deutlich länger zusammen. Also eins nach dem anderen reparieren. Muss man halt wissen, auf was man sich konzentriert. Okay. Und jetzt habe ich auch noch eine selten dumme Mechanik gesehen. Meine Brücke wurde getroffen und ich habe jetzt halt ewig lang die Reparaturzeit von der Brücke. Die zählt als Reparatur, obwohl sie gar nicht repariert. Das ist ein Bug, auch schon reported. Gaijin interessiert es nicht. Ja. Okay, wow. Also ich treffe auch hier die ganze Zeit, aber... Du musst immer ein bisschen näher, dass deine Granaten tatsächlich auf der Wasserlinie treffen. Mhm. Wenn du mit AP schießt, dann musst du die Wasserlinie treffen. Alles andere macht keinen Sinn, nicht. Ja. Okay. Was ist hier mit den Zweien, die hier, mit den Dreien, Vieren, die hier rechts von uns sind? Sollen wir da mal irgendwie wechseln, oder? Ja, ja, das sind Bots. Okay. Die bringen natürlich dem Gegner auch Punkte, weil sie im Cap sind, ja. Wenn du die markierst, dann siehst du dieses Kreuz auf der Minimap und ja, dann siehst du, ob die im Cap sind oder nicht. Wenn sie im Cap sind, wegmachen, ja, recyceln, irgendwie, keine Ahnung, und künstliches Riff draus machen, schützt die einheimische Halbut-Population, keine Ahnung, und dann gewinnst du halt das Match. Selbst wenn du rausgenommen wirst, dann hat dein Team halt auch noch mehr Bots drin. Boah. Wer beschießt mich? Irgendwas beschießt mich. Ah, da hinten. Er hier beschießt mich. Oh, der muss weg. Siehst du den? Ja. Du meinst schon den hier hinten, ne? Nee, nee. Ich glaube, das ist in Alaska, oder? Ja, das ist in Alaska. Da hinten ist, glaube ich, was ist denn das? Ist das eine Kronstadt da hinten, die ich gerade beschieße? Also hier hinten steht, ist eine, weiß ich nicht, es ist irgendwas Russisches auf jeden Fall. Hinterm Hügel jetzt. Ja, dann rentiert sich ja gar nicht drauf zu schießen. Machst du eh keinen Schaden. Wenn du gedacht hast, dass russische KV-1 schwer zu knacken sind, hast du noch nie eine Marat geschossen.
Oh, ich bin irgendwie. Oh, ich stehe gerade irgendwie nicht so gut hier da. Es ist irgendwie gerade nicht so geil, was ich hier mache. Was machst du denn? Ich versuche hier gerade irgendwie nach Backbord abzudriften und rumzukommen. Was fährt denn da? Komm schon. Ah, ist vielleicht nicht so geil. Ist egal. Au, ja, genau, das meine ich. Komm, miss halt jetzt. Da. Jetzt gilt's. Oh. Come on, come on. Ist doch nicht dein Ernst. Okay, Abschlusshilfe, sehr gut. Alter, wie machst du das? Erfahrung. Ah, die Geschichte. Hab verstanden. Ich hab nie behauptet, dass Never Forces einfach ist. Nö, ich auch nicht. Alles gut. Also ich schieße jetzt auf den hier hinten. Der brennt ja, nämlich schon Spaß. Ziemlich stark. Mal gucken. Muss mal schauen, ob dieser Alaska-Mensch da wieder als Revenge daherkommt. Weißt du, das Lustige ist, dieses Match, das ich jetzt gerade habe, ist schon welten besser als das, was ich die Tage davor gehabt habe. Ja, du fährst ja auch mit mir. Ja, mit dem Profi, ja. Natürlich. Ja. Sag mal, nutzt mir das eigentlich auf 7 Kilometer was mit den Secondaries? Ach, ich spam ihn einfach voll, ist mir egal. Also, weil die machen ja beim Gegner auch die Flak weg. Du kannst den brennen schießen, vor allem auch gegen sowas wie Zerstörer oder da wäre ich jetzt nicht reingefahren. Ja, ich merk's gerade. Ich merk's gerade sehr. Oh je, da ist ein gegnerisches Schlachtschiff. Wo? Das ist auch eine Mississippi. Da hinten, ja. Da hinten ist auch was. Ja, ich bin doof. Leider bin ich genau dumm. So. Ja, mit dem einmal rückwärts einparken ist auch pures Können. Mhm. Okay, ich habe eben Hier ist auch noch Kapette Mississippi, glaube ich. Meine Hauptgeschütze sind noch nicht wieder da. Ich hab gar nicht auf den gezielt. Na, jetzt sind sie da. Nein, du hast überhaupt nicht auf den gezielt. Nee, ich hab auf den gezielt. Ich glaube, ich bin gleich raus. Der ist halt einfach in die Granate reingerutscht. Das ja, und ich bin gerade mega dumm mega dumm gefahren. Ja. Ja, jetzt werde ich von der anderen Seite auch noch gemuckert. Ja, ja, ich habe keine Secondaries mehr. Komm, lass mich wenigstens noch einen Schuss machen. Komm on, dreh dich. Du schaffst es. Ja, jetzt ist das eingetreten, was du gesagt hast. Ich habe jetzt 65 Sekunden Reload. Ich krieg hier richtig bitter gerade. Au. Höhlenbruch kann nicht versiegelt werden. Okay, ich sauf gleich ab. Ich hab 80 Sekunden Reload. Wer bietet mehr? Ich war gerade bei 70 oder 65. Ich hab's, glaube ich, gerade noch so. Nee, habe ich nicht. Ja. Ich krieg hier gerade richtig böse drauf, weil hier drüben ist noch. Der nimmt mich jetzt gerade richtig auseinander. Hast du dich jemals gefragt hast, warum ich diese Map nicht mag? Das ist es. Egal wo du bist, du stehst falsch. Das ist wirklich eine der miesesten Kreationen von Gaijin.
ever. Boah, ich treffe ihn halt auch die ganze Zeit, aber es passiert halt einfach nichts. Ich presse ihm jetzt einfach so viel Secondary rein, wie geht. Nein, ich habe drüber geschossen. Nein, weil ich wieder nicht darauf geachtet habe, dass meine Haupt alles. Oh, jetzt kriegt. Jetzt komm. Nein, die ganzen Schüsse sind in die Häuser reingegangen. Uff. Ja, ne Fuso. Der steht da irgendwo und quer über die Map. Okay. Ich finde diese Map ist so. Das ist eine der Top 3 schlechtesten Maps. Nicht nur für Schlachtgebiet, sondern insgesamt. Ich würde sagen, das ist die schlechteste Map. Also ich habe diese Map schon seit Monaten nicht mehr gespielt, eben okay. Weil sie so ultra schlecht ist. So, und jetzt komm. Boah, sein Schornstein geht halt drauf, ne? Eine Sache vielleicht noch mit Mississippi, die hat auch die. Da haben ja. Die Granaten, der Tracer, der verschwindet nach 4 Kilometern. Der wird sehr, sehr blass, ja. Okay. Und das ist halt ein Problem, wenn du versuchst nachzuvollziehen, was deine Salve ist. Okay. Oh, hänge ich jetzt an der. Ah, es war so klar, ich hänge an der Insel. Naja, ich dachte, ich käme. Ich dachte, ich käme rum. Muss ich jetzt hier halt stehen bleiben. Aber das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Ach, im Übrigen, wenn du dir gerade das Leaderboard anschaust, ne? Ja. Schau mal. Ja. Fast 2/3 unseres Teams sind Bots. Das sind ja. Nämlich die, die 0 Punkte haben. Ich sehe es gerade, ja. Das heißt, obwohl wir knapp, keine Ahnung, was waren es, 4 oder 5 Minuten im Queue waren, ist ja. Das alles, was Gaijin über 2 Server, also EU und US, zusammenbekommen hat. Schön. Das ist natürlich extrem gut. Alter, ich schieße den hier gerade sowas von zusammen. Und die mich, ja. Aber ich überlege relativ lange. Naja, wir haben immerhin gewonnen. Eine Abschusshilfe. Oh Gott. Eieieiei. Ja, also. Der Spaß hält sich hier in Grenzen, ne? Das muss man tatsächlich an der Stelle hier sagen. Es hält sich wirklich ein bisschen in Grenzen, zumal wir ja jetzt auch sehr, sehr lange gewartet haben, bis wir in einer Runde drin waren. Trotzdem muss ich aber sagen, und ich weiß nicht, ob das jetzt nur mein persönliches Empfinden gewesen ist. Die Mississippi hat doch, und ihr habt es eben gerade gesehen, finde ich für mein Empfinden, sehr viele Treffer eingesteckt. Ist das jetzt Zufall oder ist das jetzt nur ein persönliches Empfinden? Oder ist das jetzt was, wo man sagt, ja, das ist schon auch was, womit man bei der Mississippi rechnen kann? Oder war das jetzt einfach nur wieder RNG-Glück? Grundsätzlich hat das Schiff eine gute Panzerung. Also die Platte ist auch sehr dick. Da gibt es nicht viele Schiffe, die dickere Panzerung haben. Ich glaube, nur die Bayern hat mit 350 einen dickeren Panzerungsgürtel. Mhm. Aber das Problem ist, wenn man halt einmal durchkommt,
ja, dann hat man den Schaden, der wirklich ausmacht, ja. Und das Magazin ist jetzt auch nicht deutlich unter der Wasserlinie, wie jetzt zum Beispiel bei der russischen Marat, die ja fast nicht detonierbar ist. Und wenn man gewinkelt steht, dann kann man durchaus ordentlich einstecken. Das heißt jetzt aber nicht, dass man Spaß hat. Und nur weil man jetzt einsteckt, kriegt man noch keine SL oder RP. Und das ist halt dieses Problem. Wenn man beschossen wird, dann hat man die längeren Reparaturzeiten oder die längeren Nachladezeiten. Der DPM, der eh schon nicht gut ist, oder Granaten pro Minute, wird halt noch länger. Und bis man dann irgendwas versenkt, was einem dann die SL und RP bringt, ne? Und irgendwie muss man auch diese 42.000 SL maximale Reparaturkosten abstottern. Das heißt, wenn Galchen das Spiel irgendwie dynamischer macht, wenn die die schlechten Karten raushauen, wenn, ja, dass das Spiel tatsächlich toll ist. Und wenn die auch sowas ankündigen wie Bismarck, Yamato, Iowa, ne, so die richtig großen Namen, dann kaufen sich auch viele Spieler ein. Aber diese Spieler zu halten, das vergeigt halt Galchen immer und immer wieder. Und in dem Szenario, wenn noch mehr Schlachtschiffe reinkommen, ja, dann hat man im Schlachtschiff gegen Schlachtschiffkampf mit dem Schiff halt noch gute Chancen, weil man halt viel Durchschlagskraft hat und gute Panzerung. Und der Rest sollte dann gar nicht so wichtig sein. Und vielleicht noch ein Satz. Ich habe doch vorhin jetzt von der großen, von der guten AA oder von der guten Flakbewaffnung, ne? Hast du einmal auf ein Flugzeug geschossen? Nö. Dieses Match? Nö. Ja? Es waren überhaupt welche da? Nein. Ja. Das heißt, eine Stärke, die du mit dem Ding hast, kommt gar nicht zum Tragen. Und selbst wenn ein Flieger ankommt, ja, heißt es noch lange nicht, dass du den abschießt, beziehungsweise dass du den abschießt, bevor der seine Bombe rausschickt. Habe ich schon erwähnt, dass wenn ein Flieger kommt, es meistens eine PE-8 ist? Ach so, ja gut, die ist dann natürlich wahrscheinlich Da zu ist es hoch. dann. Da ist es dann wurscht, ob du ein Panzer 4 bist, eine Maus oder eine Mississippi. Tot ist tot. Aber gut, ich meine, an sich, es ist schon irgendwie, ja, es fehlt so ein bisschen, finde ich, bei den Naval Forces, man hat es jetzt hier auch gemerkt, fehlt so ein bisschen tatsächlich die Dynamik und selbst mit einem Schlachtschiff, also muss ich schon sagen, aber es ist, glaube ich, auch so ein Punkt, man muss sich definitiv dran gewöhnen. Es hat mir jetzt tatsächlich, und das mag wahrscheinlich daran liegen, dass wir jetzt zu zweit unterwegs gewesen sind, aber es hat mir tatsächlich jetzt mal Spaß gemacht, auch wenn du jetzt tatsächlich dreimal mehr Schiffe halt weggemacht hast, beziehungsweise drei Schiffe oder vier und ich keins, aber das ist ja egal. Wie du ja schon gesagt hast, es geht ja nicht nur um die Abschüsse, sondern eher um die Zeit, die man überlebt. Und wahrscheinlich auch ein bisschen um den Damage, den man farmt. Wenn ich da jetzt zum Beispiel auch an diverse Aufgaben aus dem Battle Pass denke, wo man halt mit Schiffen halt eben Damage farmen musste oder muss, dann ist das natürlich klar, dass da die Abschüsse nicht den ausschlaggebenden Punkt halt eben machen, weil mit einem guten Treffer schafft man es wahrscheinlich dann auch, so ein Ding dann mal mit einer Salve rauszunehmen. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass ich es jetzt bereue, mir die Mississippi geholt zu haben. Man muss halt, finde ich, wenn man sich dafür interessiert oder für diesen Bereich interessiert, irgendwann mal entsprechend anfangen. Und ich sag jetzt mal, ob das nun der Bereich 7.0 unbedingt gleich schon sein muss, sei jetzt mal dahingestellt. Wobei man halt jetzt auch damit sagen muss, ich glaube, das ist hier eine andere Kiste, als jetzt zum Beispiel, wenn man sich mit einem Premium-Panzer in den Top-Tier-Bereich oder mit einem Premium-Flieger in den Top-Tier-Bereich bei den Fliegern und den Panzern irgendwie einkauft. Aber grundsätzlich merkt man schon, man muss hier wirklich sehr viel beachten. Von mir gefühlt mehr als jetzt bei den Panzern, beziehungsweise vielleicht auch bei den Fliegern. Aber grundsätzlich, ja, merkt man auch unterm Strich, dass an dem Modus noch ein bisschen gearbeitet werden muss. Ich finde es tatsächlich, und das fand ich deswegen auch ganz wichtig, dass du das gesagt hast, ich finde ihn tatsächlich schlicht und ergreifend einfach zu undynamisch. Selbst wenn ich auch, wie in der Vergangenheit schon mal mit einer Moffat unterwegs gewesen bin, ja, oder mit einer Cowell. Also selbst da muss ich sagen, ist
mir das noch ein bisschen zu undynamisch. Geht mir nicht schnell genug. Kann aber natürlich auch sein, dass das einfach nur daran liegt, weil man den Modus nicht gewohnt ist. Grundsätzlich ist aber die Mississippi nach wie vor, finde ich, ein schönes Schiff und ich finde, sie kann sehr gut was einstecken. Ich glaube, Napalm, du hast uns auch einen schönen Einblick darüber gegeben, auch mit den Grafiken, die wir vorhin gesehen haben, was so hier in dem Bereich mit der Mississippi entsprechend möglich ist. Wenn ihr sie habt, dann wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß damit und wer sie sich vielleicht noch auf dem Marktplatz holen möchte, beobachtet mal die Preise lieber, bevor ihr gleich zuschlagt. Kann natürlich sein, dass sie noch günstiger wird, wenn sie dann irgendwie mit einem bestimmten Preis losgeht. Aber ich würde jetzt mal auch einschätzen, dass die Mississippi jetzt nicht so selten werden wird, dass sie jetzt im Preis übelst hochgeht. Also, dieses Video wird jetzt die perfekte Anti-Werbung, ja, weil es war auf dem dümmsten Game-Modus, den man für Naval Forces haben kann, auf meines Erachtens der schlechtesten Map, von denen wir von zwei Seiten beschossen wurden, wo man dieses Greybox-Shooting betreibt, also man zielt auf irgendwas, sieht das Ziel aber gar nicht, aber kann drauf schießen, ja, und das in einem Schiff, das für den Modus, für die Situation wirklich nicht gut gemacht ist. Naval Forces hat seine Stärken. Ich finde zum Beispiel, es gab Matches auf 6-3 mit einem German Dreadnought, ja, wo man wirklich so richtig, richtig viel Spaß haben kann. 20 Sekunden Nachladezeit, wo man richtig einstecken kann, aber trotzdem noch austeilen kann. Ja, das macht Spaß. Es gibt Zerstörer-Matches. Wenn man das wirklich drauf hat, ist das richtig toll. Wenn man mit Patrouillenbooten so ein Fail Squad macht und dann mit so einem 1-0er irgendein Schlachtschiff rausnimmt, das kann man alles machen. Hat alles seinen Charme. Ich persönlich finde, dass zum Beispiel die Prinz Eugen eines, wenn man gutes Match hat, eines der besten Erlebnisse ist, wenn man auf Distanz mit den 8-Inch-Geschützen was zerdeppert, macht Spaß. Die Mississippi ist. Irgendwann in der Zukunft wird sie ein Schiff sein, das Sammlerwert hat. Irgendwann in der Zukunft wird die auf mehr Schlachtschiffe treffen und weniger auf Kreuzer. Und dann machen die Kanonen auch Sinn. Jetzt ist es so, wie wenn ich mit, keine Ahnung, wie wenn ich mit dem Jagdtiger auf Stürmens losgehe. Ja? Ein normaler Tiger, ein Panther, ein Panzer 4 reicht dafür völlig, ist flexibler. Und macht mir Spaß, ja. Auch wenn ich im Jagdtiger diese dicke, fette Kanone habe, ich habe diese ewig lange Nachladezeit, ich bin unflexibel und tja, wenn einer von der Seite kommt, habe ich einfach nicht die Reaktionszeit. Und so ist die Mississippi einfach ein tolles Schiff, sie schaut toll aus, sie hat viele Pluspunkte, aber ummünzen in Spielspaß kann man es derzeit nicht. Für das hat man zu wenige Matches, für das hat man dann zu viele Bots im Spiel, die sind dann in irgendwelchen Kreuzern und das bestraft dieses Schiff. Das Schiff kann nichts dafür. Irgendwann mal machen wir noch ein Video, so die vielleicht ein bisschen was Historisches, ja, für die Leute, die den englische Kanäle wie Trachinifell oder meine anderen Videos nicht anschauen. Da können wir das gerne mal auf Deutsch machen, ein bisschen so die Design-Hintergründe. So ein bisschen erleuchten. Ich glaube, das wird schon Spaß machen. Ich hätte gerne, ich würde es lieben, die Mississippi zu lieben, aber ich kann es gerade nicht. Und das tut mir ein bisschen weh. Und ich hatte eine sehr, sehr ähnliche Erfahrung damals in der Arizona. Und damals, als die Arizona reinkam, hatte die 50 Sekunden Nachladezeit. Wow, ja gut, okay, das ist Ja. natürlich auch eine dicke Ansage. Aber das ist auch ein schöner Titel. Wir würden es lieben, die Mississippi zu lieben. Ihr habt es, glaube ich, gesehen und was Napalm auch gerade gesagt hat, momentan ist das Spiel noch nicht so weit, ein Schiff wie die USS Mississippi entsprechend in Szene zu setzen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Da können wir natürlich nur hoffen, dass das in Zukunft entsprechend so kommt. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch eine gute Idee sein, wenn ihr die Mississippi haben wollt, entweder zu warten, bis sie wirklich im Preis so niedrig ist wie möglich. Ja, oder dann halt eben zu gucken, wenn die Naval Forces mal so weit sind, zu sagen, okay, jetzt kann ich sie mir holen.
Oder jetzt möchte ich sie mir holen. Das muss man dann halt eben noch entsprechend abwarten. Aber ich glaube, ihr habt so ein bisschen was schon auch gesehen. Sie kann zumindest ein bisschen was einstecken. Und ich glaube, das ist auch an der einen oder anderen Stelle auch für den einen oder anderen ein ausschlaggebender Punkt. Napalm hat es gesagt, wir würden es lieben, die Mississippi zu lieben. Momentan ist es leider noch nicht so. Aber das macht sie per se nicht zu einem grundsätzlich schlechten Schiff. Ich denke, so kann man es sagen, oder? Ja, Wunderbar. es gibt theoretisch schlechtere. Wunderbar. Dann Napalm, danke dir sehr für deine Zeit, danke dir sehr für deine ganzen Infos. Ich denke, die Leute haben auch sehr, sehr gut was mitnehmen können. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr Bock habt. Und auch alle eure Gedanken. Spielt ihr selber Naval Forces? Wenn ja, was spielt ihr am liebsten? Und hat jemand von euch die Mississippi? Und ja, kann auch mal seine entsprechenden Spielerfahrungen damit teilen. Dann auch gerne alles unten in die Kommentare reinhauen. Und nicht vergessen, wenn ihr noch nicht abonniert habt, einfach einen Abo-Button drücken. Dann verpasst ihr hier auch nichts mehr. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. In Zukunft mit Sicherheit auch nochmal das ein oder andere mit dem guten Napalm. Dir danke für deine Zeit. Bitte, bitte. Ich wünsche Und euch alles Gute. genau, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.